Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Animus-Anomalie. Und Hutterholt, da ist sie. Die spielen wir jetzt. Hoffentlich nicht so schwer. Ja, falls ihr fragt, warum ich Basim bin, weil ich das Spiel durchgespielt habe. Da sind sie ja. Meine Anomalien. Mal sehen, wie sie sich gemacht haben. Aber jetzt hat er natürlich auch so eine Rede-Dings gehabt. Komisch. Und es sieht auch ziemlich schwer aus. Ich glaube, das kann man nur, wenn man das Spiel durchgespielt hat, kriegen, ja? Das ist ja merkwürdig. Also auf jeden Fall geht es ja erstmal los. So ganz normal mit einer Sperre. Also die Sperren sind diese leuchtenden... Oh Gott. Dinger hier. Man darf da nicht... oh Gott, schnell. Oh mein Gott, nein. Okay, man muss das ein bisschen schneller machen. Eigentlich ganz einfach. Bis hierhin ist es ganz einfach. Ich warte erstmal. Oder nee, ich renne hinterher. So, dann gehe ich jetzt so. Genau. Also bis hierhin ist es eigentlich völlig einfach. So, dann haben wir ja unseren ersten Projektor, der einfach irgendwo in... in die, ich weiß nicht wohin, strahlt am Berg. So, und den werden wir natürlich ja erstmal zu diesem Ding stabilisieren, also zu diesem Block hinmachen, weil ich glaube, wenn man den jetzt nach oben machen, bringt das auch keinen Sinn. Also, man muss auf jeden Fall erstmal diesen Block hier stabilisieren, aber ich merke gerade, der ist ganz schön weit weg. Kann es sein, dass wir das zu einem richtigen Zeitpunkt stabilisieren müssen? Ah, genau. Das ist hier der Clou, dass man den nicht sofort stabilisiert, sondern erst ein bisschen später. Okay, das habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Ich dachte, der wäre die ganze Zeit an der gleichen Stelle. So. So weit, so einfach. Spring! Geht's nach oben. Ja, also bis jetzt noch sehr, sehr einfach eigentlich. Da haben wir auch einen Projektor und wieder eine Struktur, die hin und her schwingt. Ich überlege gerade, also ich glaube, wir müssen erstmal hier hin stabilisieren, weil wir müssen ja irgendwie zu dem Projektor da hinten, weil der ist ja auch irgendwie scheiße. Also gehen wir erstmal hier und warten, bis diese Plattform angerollt wieder kommt. Ah, und was auch noch das Problem ist, man sieht es hier, wenn der Block zu weit nach rechts geht, dann ist die Struktur dann auch wieder instabil, weil der Strahl unterbrochen wird hier. Oh Gott, ich muss ja schon springen. So, aber wir haben genug Zeit. Ist jetzt nicht so schlimm. So, den Strahl müssen wir jetzt hier hin machen wahrscheinlich. Aber wir schauen noch mal kurz an. Vielleicht macht er irgendwas noch. Vielleicht jumpt er auch plötzlich. Nein, also der bleibt die ganze Zeit auf der Stelle stehen. Also hier drauf. Genau. So, und dann geht es ja nur weiter hoch. Ja, ich glaube für hier unten sind wir fertig. Wir warten jetzt noch mal kurz, weil er gleich wieder wegfällt. Nicht, dass ich plötzlich runterfalle. Jo. Bisher noch ganz einfach. Ja, ich glaube, dass die härteste Animus-Anomalie, die war, fand ich bisher in Jorvik, glaube ich. Das war ziemlich lustig. So, jetzt müssen wir natürlich wieder an diesen Projektor ran. Und warten, bis diese Plattform nach links gesprungen ist. Ach, das ist ja doof. Das ist echt blöd. So, schnell, 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 schnell. Diese instabilen Strukturen, die sind immer für eine Überraschung gut. So, aber wir haben es geschafft. Wir sind gleich auf einer höheren Ebene. Ui, der Ohr. Alter, was hat denn der für eine Geschwindigkeit? Also diese Sperren, die haben ja
Boah, also so schnell kann man auf jeden Fall nicht laufen. Da muss man sich ducken. Also die haben eine Mordsgeschwindigkeit. Da muss man auf jeden Fall schön abwechselnd hin und her gehen. So, ja, haben es geschafft. Und das beim ersten Mal. Yeah. So, wir gehen hier lang. Ja, es ist halt vor allen Dingen Geduld und ja, das richtige Timing ist hier auf jeden Fall gefragt. Geduld und Timing. Ganz große Punkte hier bei dieser Animus-Anomalie. So, hier geht's zum Projektor. Upsa. Ich habe mit der Mutter, dem Vater und der heiligen Stimme gesprochen. Neue Informationen. Sie haben mir versichert, dass sie kurz vor dem Durchbruch stehen. Unser Volk wird die Katastrophe überleben. 6 Mal haben sie versucht, uns zu retten. 6 Mal sind sie gescheitert. Verzeih mir, wenn ich Zweifel hege. Die Mutter arbeitet an einem 7. Versuch. Wer es gewagt, das kann. Aber sie ist zuversichtlich, dass es funktioniert. Und was sagt der Vater? Oder die Stimme? Sie sind merkwürdig still geworden. Also hier bei der Struktur weiß ich jetzt gar nicht so richtig, wie wir die stabil machen sollen. Ich mache die einfach jetzt hier hinten, weil ich denke, hier fällt eine Plattform, um gemütlich da rüber zu gehen. Wir werden gleich mal sehen, ob wir das noch irgendwie doch ändern müssen. Die hatte auch 3 Stationen. Ich glaube, die beiden anderen waren sinnlos. Und die gestoppt ist. Jo. Oh. Ja, das ist blöd gewesen. Das ist blöd gewesen. Da, ich glaube, da muss man ziemlich weit außen sein. Genau. Und dann springen. Das ist die einfachste Variante. Oh, was ist das denn? Irgendwie sah das gerade aus, als ob hier irgendwie Feuer lief. Ah, okay. Wir schauen uns das erstmal an. Nicht, dass wir hier Probleme kriegen. Ich glaube, wir müssen erstmal hier vorrennen und uns hinter dieser Stange verstecken, glaube ich, jetzt einfach mal. Oh Gott, nee, nach links. Nee, okay. Ach so, man muss die Stange hochgehen. Ja, okay. Es brennt zwar durch, aber es brennt nicht nach ganz oben. Ich war zu zeitig. Also eigentlich auch hier sehr einfach. Oh mein Gott. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, Geduld. Ganz großes Ding wieder. So, ich warte jetzt einfach ab. Komm. Auch wenn wir das vielleicht geschafft hätten. Zack. Das war's. Das Fragment einer uralten Erinnerung. Das war die Animus-Anomalie Hulutarholt. Und damit auch das letzte Rätsel in Hörder Fylki.